Jawohl. Willkommen zum Frequent Traveler TV. Heute ist der 27. Mai. Heute sind wir wieder live. Mario auf der linken Seite von mir, also auf meiner Schokoladenseite. Heute sind wir mit dem Frequent Traveler TV Update unterwegs, so wie wir es nennen, Update Live sogar. Als Thema haben wir diesmal ganz bewusst nicht um uns Belarus gekümmert. Nicht wahr, Mario? Belarus machen wir nicht. Nein, überhaupt gar nicht. Das hat ja Überhaupt gar auch nicht. überhaupt keine Aktualität. Nein, also im Prinzip, was passiert ist, ist halt, dass die Ryanair-Maschine gezwungen wurde zu landen. Fluggesellschaften leiden drunter. Austrian Airlines hat ja ganz aktuell heute, so wie es die Air France gestern erfahren hat, beim Umfliegen von Weißrussland, um nach Moskau zu kommen, von den Russen einfach keine Genehmigung gekriegt. Das heißt also, die Russen unterstützen die Leute in Belarus. Wir dürfen auch nicht Weißrussland sagen, weil das irgendwie unkorrekt ist. Heißt ja im Englischen auch Belarus. Ich weiß gar nicht, wobei im Finnischen würde es auch Weißrussland heißen, wenn man es direkt übersetzt. Aber nun gut, so ist das. Das heißt also, dass die europäischen Fluggesellschaften nicht nach Minsk fliegen, aber auch nicht nach Moskau fliegen. Also das heißt, wenn sie durch Russland wollen, wenn sie normalerweise den weißrussischen oder belarussischen Luftraum durchqueren, so ist es richtig grammatikalisch. Und umgekehrt. Und die Freunde von Belarus kommen auch nicht, weil da hatte eine zum Beispiel sich gekreist auf dem Weg nach Barcelona. Und die haben jetzt bis Ende August sogar, glaube ich, alle Flüge rausgenommen nach Europa. Also man geht davon aus, dass die ganze Veranstaltung etwas länger dauert. Schauen wir einfach mal, was da passiert mit dem Landeverbot und mit dem Überflugempfehlung, das nicht zu tun. Dann hat die Condor einen neuen Investor gefunden. Das ist die Attestor-Firma. Ich habe von denen nie gehört. Deutsch, Englisch. London ansässig, wollen irgendwie 550 Millionen bezahlen. 150 Millionen sollen vom Staat erlassen werden und die wollen dann nochmal investieren in die Flotte. Interessanterweise, Mario, und was hatten wir noch? Ich hatte. Gut, dass wir ein Das ist Cheat-Sheet das haben, ne? Wichtigste. Ja, das Allerwichtigste für dich natürlich und natürlich auch für mich, das Essen. Das Essen, und zwar das Essen bei der Lufthansa, beziehungsweise eigentlich das Nicht-Essen bei der Lufthansa oder wiederum eigentlich das, was man sich jetzt neu kaufen muss. Richtig, nachdem die Schwestern das gemacht haben oder die Töchter oder wie man das auch mal sagen will, hat die Mutter nachgezogen. Seit gestern gibt es Buy on Board. Ansonsten merkt man ja auch, dass die Buchungen wieder anziehen. 50.000 Buchungen pro Tag, sogar mehr als diese bei Eurowings. Emirates will wieder Hamburg anfliegen und Düsseldorf anfliegen. Die haben ja nur Stuttgart, nur, sag ich schon, Stuttgart wollen sie anfliegen, dürfen sie aber nicht. Dürfen sie aber nicht, weil sie nur 4 Stück anfliegen dürfen. Auf jeden Fall Berlin wollen sie auch anfliegen. Aber wie gesagt, sie fliegen im Moment nur Frankfurt und München an, sogar mit 380er jetzt in den Sommerferien. Aber wie gesagt, sie wollen wieder nach Hamburg und nach Düsseldorf. Ein interessantes Fun Fact ist, nur 15% der 380er fliegen von der Flotte. Also insofern sieht man, dass sie auch Probleme haben. Andere Themen sind Lufthansa Buy on Board. Breeze kriegt eine verlängerte Version oder eine reichweitenverlängerte Version vom Airbus A220. Emirates zweifelt an der Leistung der Boeing 777X. Und wir haben heute für euch am Schluss den Swiss Partner Sale, wo ihr für günstig Geld durch die Weltgeschichte in der First Class fliegen könnt. Also bleibt dran und jetzt gibt es wie immer erstmal schön das Intro. Ja, Mario, da sind wir auch schon wieder zurück. Da müssen wir den Leuten natürlich wie immer sagen, an dieser Stelle. Weil das Video auf YouTube danach weitergesendet wird, solltet ihr den ganzen Beitrag sehen wollen, dann schaut euch das gerne auf YouTube an. Vergesst nicht, unten auf Facebook, auf YouTube einfach Kommentare zu schreiben, uns zu liken. Ihr liked, wenn ihr den Kanal liked, den Mario. Da in die Richtung. Ich verwechsel. Du bist zwar links, aber auf dem Bildschirm rechts, das ist doof. Ja, Muss mich das noch dran ist, gewöhnen. also sowas würde mich ja auch durcheinander bringen, ja. Ja. Auf jeden Fall, ihr liked uns beide und würdet uns einen super Gefallen tun. Unser Ziel ist es, vielleicht werden wir dieses Jahr noch fünfstellig. Wir haben es ja gerade vierstellig geschafft. Wir müssen große Ziele haben. Zu Weihnachten Ja. wollen wir fünfstellig sein. Wir können ein bisschen träumen. Aber Ja, auf jeden Fall. das erste Thema ist Träumen. Träumen. Träumen ist Träumen. immer gut. Ja, Lufthansa träumt von mehr Geld, deshalb Buy on Board. Möchtest du was zu Buy on Board sagen? Wir haben uns so oft ja auch in den Clubhouse-Chats darüber unterhalten, dass wir da dann, ja, unsere Meinung zu haben. Ja, und die ist sehr, sehr gemischt. Also auf der einen Seite
Buy on Board bedeutet natürlich keine Fünf-Sterne-Airline mehr, auf keinen Fall. Auf der anderen Seite die Auswahl, und man hört ja so Geteiltes darüber, die Auswahl als solches ist ja nicht verkehrt, wenn man sich dann im Grunde das kaufen kann, was man mag, wenn das Preis-Leistung stimmt, wenn das Essen stimmt, warum nicht? Wir müssen es am besten selber mal ausprobieren, denn nur wer es selber ausprobiert hat, kann mitreden. Für dich gibt es nur keinen Hamburger, ist das Problem. Es gibt nur so gesunde Sachen wie Salat und Baguette und dergleichen, Kuchen vielleicht, aber keinen Hamburger, Herr Korsten. Ja, wobei die Lachs-Avocado-Bowl auch sehr gesund ist. Dann Bircher-Müsli. Also das sind Sachen, die man hat, zusammen mit dem Partner Vidalmeier und mit, ich finde immer geil, Dead and David, aber Dean and David ist richtig, das war in einem Blog, hat jemand einen Schreibfehler und Dead and David geschrieben. Wobei ich aber der Ehrlichkeit halber sagen muss, die Preise sind schon fair, wenn man sie vergleicht mit Flughafenpreisen. Auch was fair ist, ist die Darreichungsform. Ich habe bei Kollegen von Blogs oder so weiter auch schon Bilder gesehen, wie sie es live im Leben bekommen haben. Und die sehen halt auch wirklich so aus, wie sie auf den Bildern aussehen. Das ist nicht so der McDonald's-Effekt. Ihr wisst ja, der Burger, Hamburger, sorry, der Burger, so ein Tier, und dann hast du da so ein trauriges Ding in deiner Pappschachtel. Also insofern ist das schon eine faire Geschichte. Und geschmacklich war man auch sehr positiv überrascht darüber. Das Einzige, was halt noch nicht ausgerollt war, war anscheinend das Menü als solches, dass das in den Sitztaschen war. Kann auch Corona-bedingt sein, weil man ja wirklich auf diese Zuschriften, Zeitschriften und wie das alles hieß, sich da ja irgendwie rausnehmen wollte. Übrigens viele Grüße auch nach Ungarn, Benno. Wir müssen über dein Haus nochmal uns unterhalten, bevor wir uns aber jetzt wieder mit Benno beschäftigen, wieder zurück zur Lufthansa. Der übrigens Senator ist noch. Ja. Deshalb passt das thematisch. Und das fragen sich die Leute, mein Problem ist halt einfach, du hast keine Garantie, dass du das Essen am Ende des Tages bekommst. Stell dir mal vor, du kommst aus deinem OWL angerannt in Hannover am Flughafen, fliegst nach Frankfurt, hast nichts gekriegt, weil du nicht in die Lounge kamst, und fliegst dann nochmal nach Barcelona, weil das gibt es ja erst ab 60 Minuten, oder? Ab 60 Minuten. Ja. Und dann kriegst du nichts, weil es halt einfach entweder nicht mehr vorrätig ist oder weiß der Geier, was es für Gründe gibt. Ich glaube, da wäre man doch schon etwas enttäuscht, auch wenn das nur Economy Class ist. Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich das große Problem. Wenn man dann schon was anbietet, dann muss es natürlich auch vorhanden sein. Man kennt das ja aus der Langstrecke, wenn du weiter hinten sitzt in der Economy und Chicken or Pasta, und am Ende hast du entweder noch Chicken or Pasta. Gut, dafür ist das Essen kostenlos, beziehungsweise man hat nichts extra dafür bezahlt. Kostenlos ist es ja auch nicht. Aber das wäre dann natürlich schon ärgerlich, wenn man sagt, komm, egal, ich kaufe mir an Bord was, und dann ist es am Ende nicht vorhanden. Da bin ich gespannt. Aber das muss tatsächlich die Praxis zeigen, wie man dort einkauft. Wobei es natürlich mit Sicherheit auch so pauschale Richtwerte gibt, wenn die so Kollegen, die wie uns an Bord haben, wir brauchen mehr Fleisch, andere wahrscheinlich eher Salat. Ich weiß es nicht. Lass es uns irgendwann mal ausprobieren, auch was die Qualität angeht und was du sagst mit den Karten. Nun ja, auch da muss man fairerweise sagen, es hat gerade gestartet. Lassen wir der Lufthansa dort ein bisschen Zeit. Ja, dann schalte ich mich da direkt wieder rein auf die andere Seite von dir. Deshalb klappt das dann mit dem Zeigen jetzt, glaube ich, besser. Ja, ist klar. So, okay. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall gespalten. Aber ich finde, ehrlicherweise, das Essen vielleicht bei der Tochter von Lufthansa, der Austrian Airlines mit der Do & Co., mit dem Schnitzel, ansprechender für mich als Fleischfetischisten. Aber lasst uns überraschen und wir schauen uns mal das an, wie es geht. Ehrlicherweise muss man auch sagen, man gibt sich ja bei diesen Gerichten da immer viel Mühe. Ich weiß gar nicht, ob das, also viel Mühe, das ist irgendwie was Besonderes, so ein Verfallsalat oder was auch immer. Oftmals ist es doch im Flugzeug tatsächlich so, man hat Hunger. Und wenn man dort, ich sag mal, in Anführungsstrichen so ein Kantinenessen Deluxe anbietet, das nimmt doch wahrscheinlich die Masse am liebsten. Wie du schon sagst, vielleicht so ein Schnitzel mit Kartoffelsalat, eine Boulette mit Kartoffelsalat. Natürlich auch ein Salat, ohne Frage.
Ich weiß gar nicht, warum es immer so komplex sein muss und so, ja, weiß ich nicht, so New Age-mäßig, Nouvelle Cuisine. Manchmal ist das, wenn das Einfache gut ist, dann ist das Einfache gut. So einfach ist das. Dann ist es also quasi einfach gut. Ja, wobei ich jetzt mit Entsetzen festgestellt habe, nach gefühlten 30.000 Jahren ist die Currywurst zum ersten Mal nicht mehr die beliebteste Speise in der Kantine. Also die Leute schwören dem Fleisch brät ab, ist der Trend. Ja, das aber ich glaube Spaghetti Bolognese ist es jetzt, da ist ja auch Fleisch drin, oder? Naja, kommt drauf an. Ne? Also da, ich hatte mich ja gewundert, wir erinnern uns an den Hamburger bei der British Airways, der hatte ja Pferdefleisch in der Lounge. Aber Sie wundern sich sicherlich für 1,35 Euro, dass überhaupt Fleisch drin war. Also nicht wahr. Insofern wäre ich da jetzt wieder böse. Also, wir erinnern uns. Aber schreibt uns einfach unten wie immer in die Kommentarspalten rein, was ihr von dem Essen haltet, was ihr davon denkt. Wir sind froh, wenn wir uns mit euch mal einfach in den Dialog begeben. Vielleicht sehen wir ja Dinge einfach nur falsch, weil wir verwöhnt sind. Ich weiß es nicht. Sind wir verwöhnt? Ich weiß es nicht. Also, nein. Der H-Punkt, Name der Redaktion bekannt, nicht geändert, ist nicht da in der Dekadenz unterwegs. Ich natürlich auch nicht. Ich esse ganz bodenständig Hamburger in der First Class. Dann denke ich mir, sollten wir zum nächsten Thema überschwenken. Und das ist der Airbus A322. Was ist das für eine Veranstaltung, Mario? Ja, eine coole Sache. Eigentlich ja mehr so ein Kurz- und Mittelstreckenflugzeug soll jetzt sozusagen auf die erweiterte Mittelstrecke oder die kurze Langstrecke, wie immer man das sagen will, halte ich ja für ein interessantes Konzept. Ein Flugzeug, was halt so roundabout etwas über 100 Personen hat, 130, je nach Konfiguration, soll jetzt etwas länger fliegen, weil eine Fluggesellschaft das gerne möchte. Und wenn das technisch machbar ist, finde ich das ein durchaus interessantes Konzept, weil ich persönlich mag die A220 ja. Da muss ich jetzt so ein bisschen auflösen. Wir reden ja im Moment über den 322. Die 220 kommt gleich vom Captain Breeze. Ach so, Entschuldigung, habe ich dir da nicht aufgepasst. Du hast doch das Cheat-Sheet. Habe ich doch ein Programm geschrieben, was wir heute alles bearbeiten wollen, damit wir nicht so durcheinander sind. Ja, aber bin ich meiner Zeit wie immer wieder voraus. Na, es geht um die A322 mit den neuen Tragflächen. Ja, um Gottes Willen. Ja, ich bin bei meinem Lieblingsflieger, zumindest bei meinem kleinen Lieblingsflieger, der A220. Nein, der A322. Ja, das ist eine interessante Entwicklung. Man muss ja grundsätzlich ein bisschen vorsichtig sein. Ich hoffe, die Airbus-Leute haben immer gut zu den Kollegen von Boeing geschaut. Wenn man ein altes Flugzeug versucht, einfach so abzudaten, wie unser Lieblingsflieger, die 737 MAX, geht ja oftmals was schief. Und da kann man nur hoffen, dass man sich das tatsächlich gut überlegt hat, dass dann tatsächlich die Flügel auch an das Flugzeug passen und es dort aus technischer Hinsicht zumindest keine Probleme gibt. Ja, ganz genau. Also man will hier halt wirklich bei den Entwicklungskosten etwas wieder sparen, wobei es aber nicht wirklich sparen ist, weil das Flugzeug ist so ausgelegt, dass man es halt verlängern kann. Und ja. 322 würde ja nur heißen, dass man die Spannweite verlängert und dann halt dünner macht und damit halt Gewicht reduziert, weil man möchte auch erst, ja, einen Nachfolger der 320er-Familie in den 30er Jahren präsentieren. Also insofern ist das eine ganz normale Maßnahme. Der Flieger hat ja eine lange Lifetime. Die Lufthansa hat die ersten 320er auch schon wieder in Rente geschickt. Die sind ja auch als Tech zu bekommen. Wenn Leute sagen, die sollten lieber neue Flugzeuge komplett konstruieren, kann ich verstehen. Aber ich denke, dass beim Airbus A320, logischerweise beim 220er auch, natürlich noch weiteres Potenzial ist, das man heben kann. Ein Flugzeug, wo man auch Potenzial gehoben hat, ist die 777X. Und zwar hat man da ja auch die Flügel verlängert, hat die Spitzen hochklappbar gemacht. So.
Jetzt sagt man natürlich, diese Flügelspitzen-Hochheber-Geschichte ist ein Problem. Nein, ist kein Problem. Boeing hat damit ja Erfahrung, weil die haben damit ja Militärjets ausgerüstet, die auf den Flugzeugträgern landen. Also insofern, das funktioniert. Aber was hat denn Timothy Clark, CEO von Emirates Airlines, gesagt, die ja von der Bude 151 Stück, glaube ich, bestellt hatten im Anfangsstadium und dann wieder reduziert haben, dann wieder mehr geworden sind, aber trotzdem der größte Kunde sind? Ja, man scheint den Angaben von Boeing, was die Leistung des Flugzeugs, also die Triebwerke angeht, nicht ganz zu glauben. Und Boeing scheint, zumindest muss man das so rauslesen, diese Leistungsnachweise immer noch nicht an Emirates gegeben haben. Und da ist der gute Mann jetzt ein bisschen sauer darüber, ob denn das Flugzeug tatsächlich die Leistung bringt, die man ihm versprochen hat. Kann man natürlich verstehen. Die Frage ist, ist das quasi ein kleines Ablenkungsmanöver, um da vielleicht noch ein bisschen Geld rauszuschlagen? Oder aber hat Boeing da schon wieder ein Problem? Ja, also man muss zwei Dinge erzählen. Warum ist Emirates da jetzt so ein bisschen kniepig? Also auf der einen Seite ist Boeing natürlich mit den Daten im Hintertreffen, weil sie seit einem Jahr die Daten nicht geliefert haben. Also man hat seit einem Jahr, obwohl man fliegt, an Emirates keine Leistungsdaten übermittelt, sagt Emirates. Dann weiter, man hat mit dem 380er damals, als man den ja in Anfang der 2000er Jahre bestellt hatte, hat man da ja Probleme bekommen, als man die ersten 380er bekommen haben, weil die natürlich nicht so performt haben, wie es versprochen wurde. Und deshalb hat sich Timothy Clark natürlich mit den Flugzeugen rumgeärgert, Singapore Airlines ja übrigens auch. Und er hat einfach gesagt, ich habe einfach keinen Bock darauf, dass die Flugzeuge bei mir weiterentwickelt werden. Das ist so, wie wir es natürlich kennen, wie Windows oder andere Programme bei uns entwickelt worden sind. Das ist ärgerlich. Also insofern kann man das nachvollziehen. Timothy Clark ist ja einer, der in der Branche ja kein Blatt vor den Mund nimmt. Gott sei Dank nicht so schlimm wie der Kollege aus Doha, der dann auch schon mal gerne Leute dann durchbeleidigt, aber in bildlich gesprochen. Ne? Aber er ist da also bei Boeing halt nicht so weit vorne und überzeugt. Wobei man bei dem Kunden Lufthansa, der ja auch Erstkunde ist mit 30 Flugzeugen, da nicht wirklich was Schlimmes sagt. Ich weiß es nicht. Also Lufthansa ist ja normalerweise auch jemand, der solche Sachen auch moniert, wenn das nicht leistungsmäßig da ist. Aber das wird wahrscheinlich dann finanziell kompensiert. Und Lufthansa hat halt einen anderen Style. Jetzt, ja, wahrscheinlich, oder? Ich glaube, man ist auch ein bisschen, wahrscheinlich auch ein bisschen angefasst, weil der Flieger ja schon längst in der Flotte sein sollte und sich jetzt immer weiter nach hinten verzögert. Man geht ja jetzt, Boeing sagt Ende 23. Ich glaube, die Kollegen gehen eher von Anfang 24 aus. Ich glaube, das trägt auch ein bisschen zur Frust dazu bei. Und die Lufthansa ist, glaube ich, im Moment glücklich, wenn sie gar keine Flugzeuge kaufen muss, die sie nicht zwingend brauchen. Und die 777X, und da hat man ja auch die größeren Versionen bestellt. Ich glaube, die sind im Moment auch gar nicht wirklich einsetzbar, aber sie kommen ja auch noch nicht. Nein, also Lufthansa ist ganz froh, aber Timothy Clark sagt ja auch lustigerweise, Boeing sagt, die werden 2023 ausgeliefert. Das hört sich für uns aber immer an wie 2024. Ja, also ja, du weißt doch, wie das ist. Man bereitet die Leute sanft drauf vor und sagt, ja, Ende 23, naja, und so ein Jahr ist ja dann auch schnell um. Ich glaube, mal schon 24. Ja, so what? Werden wir sehen. Absolut. Absolut. Vielleicht sind die 787 ja auch billiger geworden, weil man die 777X drauf wartet. Und ja. Alexander schreibt ja auch, Lufthansa hat bestimmt Verträge mit Vertragsstrafen. Ja, gehe ich ganz fest von aus, dass Lufthansa da reingeschrieben hat, du lieferst nicht in Zeit. Das denke ich auch. Überweist an mich Summe X. Also insofern das. Ja, jetzt kommen wir aber zu deinem Flieger A220 und David, wie spricht man den aus? Nieleman von unserem JetBlue-Gründer. Der ist ja JetBlue-Gründer gewesen, hat ja sein neues Projekt Breeze. Nennen wir ihn einfach den David. David Endpunkt. Genau. Jetzt kannst du zu deiner Bestellung von 60 A220-33 A220-300.
Philosophieren. Sorry jetzt. Ja, muss ich ja jetzt gar nicht wiederholen. Wie gesagt, sehr gutes Flugzeug soll quasi noch besser gemacht werden für, ja, wie sagt man da eigentlich, erweiterte Mittelstrecke, verkürzte Langstrecke, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall für Reichweiten jenseits von 7000 Kilometern, was ja dann doch schon relativ weit ist, damit diese Fluggesellschaft, die Breeze, halt nicht nur innerhalb der USA fliegen kann, sondern halt auch Ziele in Südamerika anfliegen kann. Wobei ich mich immer frage, lohnt sich das tatsächlich dann mit einem doch so relativ kleinen Flugzeug? Aber man wird sich ja sicherlich was dabei gedacht haben, dass man vielleicht von kleineren Destinationen in den USA halt dann direkt zu den großen Flughäfen in Südamerika fliegt. Oder was hältst du davon? Ja, also einmal die Reichweite bis jetzt ist ja 6.300 Kilometer. Heißt also, man würde da 10% auflasten, ein bisschen mehr. Das ist das eine. Aber das andere ist, warum ist er so eager, dass man nach Brasilien fliegen kann? Ganz einfach, er hat da ja die Azul gegründet. Das ist ja das andere Baby, was er da hat. Deshalb will er da wahrscheinlich von Amerika nach Brasilien, um dann da irgendwie Synergien zu bekommen. Wir wissen das ja zum Beispiel bei Wizz Air. Das Wizz Air ja zum Beispiel auch, wenn sie Destinationen plant, diese Destination untereinander in seinem Netzwerk erstmal verbreitet, was ja Sinn macht, weil du hast ja schon eine Basis. Das heißt also, du musst da nicht noch weiter irgendetwas machen. Und das ist in meinen Augen auch schon eine Geschichte. Aber ich verstehe einfach auch, warum er nicht auf einen 320er oder sowas umsetzen, satteln möchte. Warum ganz einfach? Weil er möchte halt einfach die Flotte homogen halten. Und wenn man beim 321 XLR, der übrigens gerade ja schon den Tank umbaut bekommt, wenn man da halt noch einen extra Tank einbaut, dann sollte das durchaus möglich sein, dass man da die Leute mit fliegen kann. Und ich glaube, dass er da ja relativ viel Spaß haben wird dann mit dem Flugzeug, weil, wie wir beide ja wissen, also ich mag die A220 auch. Ich hatte den Erstflug mit der auf der Dubai Air Show schon in der Swiss-Lackierung, da war sie noch von Bombardier. Ja. Das war schon eine spannende Geschichte. 2015, glaube ich, war das. Und da war die noch in Testausstattung. Also war sehr, sehr spannend. Also ich halte das Flugzeug für sehr, sehr gut, hat auch sehr, sehr viel Potenzial. Man hat ja auch lange darüber gesprochen, und das wird wahrscheinlich auch kommen, dass da eine verlängerte Version kommen wird. Insofern mit dem Tank, das ist eine super Geschichte. Die Frage ist nur, wir wissen ja, dass in den USA in der Business oder die Business Class, die ja innerhalb der USA First Class heißt, wenn man dort diese größeren Sitze einbaut, wie das in diesem Flugzeug funktioniert. Denn es ist ja, der Rumpf ist ja jetzt nicht so übermäßig breit. Und für so eine lange Strecke wird man doch sicherlich auch für Premium-Kunden oder Kunden, die sich das leisten wollen, eine solche Bestuhlung einbauen wollen, denke ich mal. Bin ich mir gar nicht so sicher, weil er hat ja, wenn man seine Buchungsklassen sieht, die eine heißt ja Nice und die andere heißt Nicer. Ja, okay. So. Also inneramerikanisch okay, aber Mensch, wenn er dann wirklich 5 oder 6 Stunden in dem Flieger sitzt, das wird eine lustige Kiste da. Ja, aber die fliegen ja von Riga aus. Übrigens, geht das überhaupt, ohne Weißrussland zu überfliegen, nach Abu Dhabi? Weil die ist ja schon relativ am Limit mit der Strecke. Ja. Fliegen ja auch so lange. Lufthansa fliegt mit dem 320er in der Gartenstuhlbestuhlung, also NEK, ja auch Ziele an, die Mittlerer Osten ähnlich wären wie Nahe Osten, heißt also Israel oder aber auch Kairo und solche Sachen. Also die Passagiere müssen sich an sowas gewöhnen. Und vielleicht wird er eine Lösung machen, wie die Lufthansa mit seinen Economy Class Sleeper Rows. Wobei die Frage ist, es sind ja nur 2, 3 in dem 220er, ne? Ja, das könnte ein bisschen eng werden, zumindest auf der einen Seite. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Also du bist ja mit 1,80. 1,90. Ja gut, ich wollte nicht 1,99 sagen, das klingt immer nach Sonderangebot. wenn du mit 1,90 Luxuskörper da liegst, ob du dann nicht quasi über den Gang drüber liegst, dann und ich mir meinen 2,01 Meter quasi am einen Fenster und mit dem Fuß am anderen Fenster dunkel machen kann.
Ja, das ist ja ganz praktisch. Dann muss allerdings der Flugbegleiter oder die Flugbegleiterin immer dann so einen Schlusssprung über dich machen, dann im Gang. Viel Spaß mit dem Trolley. Ja, eben. Ja, da bist du dann schon wach, wenn der so zwei, dreimal gegen dein Schienbein knallt. Nee, aber ich weiß nicht, selbst bei drei Sitzen nebeneinander musst du da wahrscheinlich schon die Löffelchenstellung haben, die Knie also ordentlich anziehen, um nicht auf den Gang zu ragen. Insofern, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Es ist sicherlich besser, sich über drei Sitze irgendwie zu verteilen, als sozusagen aufrecht in einem normalen Economy-Sitz zu sitzen und sich versuchen, irgendwie, ja, weiß ich nicht, in den Schlaf zu generieren. Aber wenn man damit bei leeren Plätzen noch ein bisschen Geschäft machen kann und es gibt da eine Nachfrage, ja Gott, warum nicht, ne? Ja, ich meine, der Vertriebschef Dr. Stefan Kreuzpaintner, der hatte das ja in der Bild-Zeitung gesagt, bei der Lufthansa, dass man dieses jetzt durchführt. Wir hatten das, glaube ich, Anfang Januar als Test gehabt auf der Buenos Aires-Frankfurt-Strecke. Preislich ist man jetzt bei 169 € aufwärts, dass man das garantiert hat. Schwierig. Also, man kriegt für diese 169 € halt diese dünne weiße Matratze, kriegt eine Decke und ein Kissen. Also ich tue mich damit gerade sehr, sehr schwer, weil die Dinger ja auch schmal sind, die Sitze. Das heißt also, wenn ich mit meinem Kreuz da liege, ich kann jetzt kein Beispiel nennen, ein iPhone würde so aussehen. Soll ich den ja an die Kamera halten? Drei breiten iPhone, eins, zwei, nee, vier breite iPhone, viermal iPhone, Pro Max. Das wird schwierig. Und bei Air New Zealand ist halt zumindest das Ding, was hochklappt. Also insofern wäre das schon in Ordnung. Ich gönne es jedem. Ich persönlich halte es für mich schwierig. Und auch wenn man Also, 260 für den längsten Flug für São Paulo nimmt, ist es in der Tat billiger als Business Class oder Economy. Business Class oder Premium Economy. So. ja. Also ich, wenn ich die Alternative hätte, würde ich lieber noch ein bisschen sparen und dann lieber die Premium Economy nehmen. Da kann man zumindest bei den Sitzen der Lufthansa, die finde ich völlig in Ordnung, die kann man relativ weit zurückmachen oder zurückstellen. Man kriegt auch eine Decke. Da ist tatsächlich sowas wie Schlafen im Ansatz möglich. Ich weiß nicht, ob das da funktioniert. Wenn man vielleicht mit Familie unterwegs ist und ein kleines Kind hat und man das für das Kind quasi kauft, damit sich das da hinlegen kann, das kann sich da wahrscheinlich längst ausstrecken. Hat man als Eltern ein bisschen Ruhe, damit ist ja auch schon was gewonnen auf so einem langen Streckenflug. Ich weiß es nicht. Also ehrlicherweise, das gehört zu den Dingen, die ich jetzt eher weniger ausprobieren wollen würde. Essen schon, in der Eco auf einer Mittelkurzstrecke, aber mich da auf so eine Bank hinlegen, weiß nicht. Also dann sitze ich doch lieber aufrecht in der Holzklasse. Schreibt uns einfach unten wie immer in die Kommentarspalten rein, nachdem ihr uns auf YouTube abonniert habt. Den Kanal könnt ihr finden mit Frequent Traveler TV, FQT TV. Da einfach wirklich den Abonnierbefehl machen, den Kommentierbefehl machen. Heißt das Kommentierbefehl machen? Den muss ich machen, ne? Ich kommentiere. Kommentierbefehl. Ja, du kommentierst Kommentierbefehl. den Kommentier. Mir fällt da übrigens gerade ein, wo du sagst mit deinen breiten Schultern, ey, wenn du da tatsächlich einschlafen solltest, dich umdrehst und dann quasi in den Fußraum fällst, die müssen dich ja da quasi rausschweißen. Also das geht ja gar nicht. Nicht? Ja, Also nee, das ist viel zu gefährlich. deshalb, du weißt ja auch, warum der Schuhanzieher da ist. Das ist, damit du mich rauswuchten kannst. So. Einmal verkanten mit dem kleinen Ding und dann raus. Aber das Problem ist, du ziehst mich an den Füßen raus, dann bin ich schon in der nächsten Reihe gefangen. Also da muss die Feuerwehr kommen und erst an der Reihe entfernen. Keine Ahnung, was da passiert. Oder man versucht mich dann so um die Kurve. Also sehr viele Möglichkeiten. Mario, was du immer Schauen wir gedenkst. mal. Also, kommentieren, abonnieren. Und dann gibt es für euch jetzt natürlich unser lang angedrohten First Sale, den wir mit etwas besprechen wollen. Und zwar hat die Lufthansa den First Sale ja verlängert. Den gibt es schon länger. Also wir hatten ja Paris, wir hatten ja Tallinn, Helsinki, Stockholm und so weiter. Aber einer, der sich lange hält, das ist Letzeburg. Und
Und insofern ist Letzeburg oder Luxemburg, falls ihr jetzt mal guckt, wo ist Letzeburg, ne? Du wirst es, wo Letzeburg ist, ne? Ja, na klar, Letzeburg. Luxemburg halt, ich meine. Muss man ja übrigens auch nur ein bisschen genauer auf die Euro-Münze gucken, da steht das nämlich auch drauf. Ich habe das Problem, dass in Deutschland ja nur deutsche Euro-Münzen angenommen Ach werden. so, ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, das alte Problem hatte ich in Spanien auch. Egal. Ja, haben die Deutschen nicht genommen. Ne? Nee. Also lass uns den Deal mal besprechen. Also im Moment geht der Deal bis zum 3.6. Die Verlängerung, Mindestaufenthalt sind 6 Tage, 3 Monate Maximalaufenthalt. Umbuchung ist nicht wirklich möglich, weil die Tarifdifferenz genommen wird. Das heißt also, ihr braucht keine Umbuchungsgebühr zu zahlen, aber ihr müsst die Tarifdifferenz bezahlen. Und bei solchen Deals, gerade in der A-Klasse und sowas, ist das halt immer problematisch, weil die Verfügbarkeiten auch relativ ausgesucht sind. Erstattung ist nicht möglich und der Reisezeitraum, das ist eigentlich ganz nett, ist bis zum 31.03.2022, also bis ins nächste Jahr rein. Wer also schon fürs nächste Jahr seinen Honran oder seine Senatorkarte sichern will, kann das auch schon tun. Preise fangen an für ungefähr 2.000 Euro. Der billigste wäre sogar noch weniger, wäre Dubai mit 1.800, Nairobi 1.900, Sao Paulo 2.400, was von der Meilenausbeute auch top ist, ist mit 2.495 wäre Singapur. Das sind halt alles interessante Geschichten. Wenn man das kreditieren möchte, würde ich immer empfehlen, das bei der Lufthansa zu kreditieren, bei Miles & More. Oder aber wer es bei Aegean kreditieren möchte, kriegt dann natürlich nicht die 25% Executive-Bonus, sollte man eine FDL oder also eine Silber- oder eine Goldkarte der Star Alliance haben. Und wichtig ist auch, wer bei Eurobonus sammelt und auf Swiss in der First Class fliegt, kriegt nur 200%. Also das heißt, Eurobonus ist mit Swiss First Class doof. Gibt auch einige Flüge natürlich mit der Lufthansa. Mario, für dich ist ja nichts dabei, was Nordamerika ist. Also wir warten hier händeringend auf Ja, Nordamerika. ganz, ganz dringend warten wir darauf, weil man hört ja im Moment gar nicht so richtig, obwohl es sollen ja einige Kreuzfahrtschiffe jetzt wieder zumindest von der Westküste ablegen dürfen, auch mit ausländischen Touristen. Man muss abwarten. Ja, auf der anderen Seite, wenn das nichts wird, dann müssen wir mal nach Kapstadt fliegen oder sowas. Das ist ja auch sehr schön. Insbesondere, wenn es hier langsam Herbst und Winter wird, ist ja Kapstadt durchaus ein sehr angenehmes Ziel. Ja, wir warten tatsächlich sehr dringend darauf, dass die USA die Grenzen aufmacht. Und du hattest es ja vorhin schon gesagt, nicht nur bei der Eurowings, auch bei der Lufthansa und ihren Töchtern sind ja die USA-Flugbuchungen gigantisch angestiegen. Die Frage ist nur, ob man sie tatsächlich durchführen kann, ne? Ja, was ich spannend finde, ist, man erzählt bei Eurowings, man hat 50.000 Buchungen und mehr, aber in dem USA-Fall sagt man, man hat 300%. Das heißt also, wenn ich 3 Tickets verkauft habe und habe dann 9 Tickets verkauft, da habe ich 300%. Die absolute Zahl wäre da mal spannend gewesen. Aber nun gut, ich denke mal, dass es sich auf niedrigem Niveau bewegt, weil Lufthansa sonst direkt geschrien hätte: 380er sind voll, wir können wieder mit 380er fliegen. Ja, Deshalb, also hurra, das denke hurra. ich auch. Das denke ich auch. Aber na, schauen wir mal. Ja, das ist das Spannende an der Geschichte. Ja, du sagtest ja ab Seattle mit der Kreuzfahrtschiff. Also ich rechne damit auch, dass die USA bald aufmachen müssen eigentlich auch, weil wir ja in Europa die auch reinlassen. Insofern reziprok, wie das so schön heißt. Wir haben heute schon wieder die Sendung 35 Minuten. Das ist echt krass. Wir wollten eigentlich kürzer und Ja, kompakter werden und ja. haben es Ah. versaubeutelt. Es tut mir leid. Ja. Wer aber bis Ja, jetzt auch, aber nicht durchgehalten viel. hat, ja, wer bis jetzt durchgehalten hat, kann jetzt spätestens echt subscriben oder einen Kommentar da ablassen, weil jetzt ist es auch egal, ob er die 5 Minuten noch bei uns Ja, jetzt. Genau. verwendet oder nicht. Also insofern. Ja, war wieder eine spannende Sendung. Wir haben es spontan gemacht. Wir werden es immer so, dass wir spontan das reinwerfen. Ansonsten, ihr könnt es auf YouTube euch anschauen. Habe ich sonst noch was vergessen? Nein, ich habe nichts vergessen, aber wir müssen den Kommentar von Alexander nochmal reinwerfen. Warte, jetzt gucke ich mal, ob das nicht wieder zu groß wird. Siehst du, ich schiebe das mal in die Mitte. Ja. Alexander schreibt, ich finde es gut.
Du siehst das natürlich nicht, weil du ja nur über Skype zugeschaltet bist. Aber du wirst es, so ist es. Mit der Latenz wirst du es auf der Facebook-Seite sehen. Ach ja, das war noch eine technische Frage, die ich hatte. Ich würde das jetzt nochmal so stellen. Hast du ein Recaro Gamer Seat? Ich? Ja. Nein, ich kann ja mal aufstehen. Das ist kein. Ich sitze. Ach nee, so. Das sieht man ja nicht. Nein, das sah man nicht. Ich dachte, ja, ich sehe das jetzt. Nein, es ist. Du verschwindest auch ab und zu mal. Ja. Ich kann ja mal beim nächsten Mal sozusagen meinen echten Hintergrund haben. Ja, je nachdem, wo wir es machen. Das ist kein Recaro Seat, das ist ein, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie der. Keine Markennamen nennen. Nein, der ist sehr bequem. Du weißt, in meinem Alter mit Rücken und so, da muss das dann auch entsprechend bequem sein im Büro. Und nicht? Ja. Ist halt, ja, ich habe überlegt, ob wir nicht, also wir sollten mal wirklich ein Studio machen. Und da hatte ich so als Idee bekommen, das finde ich eine richtig geile Geschichte, 3 Reihen Economy-Sitze mit ein bisschen mehr Abstand und oben so eine BIN drüber, dass das also richtig so ein Economy-Sitz ist. Und das finde ich halt richtig geil, aber ich habe noch niemanden gefunden, der das besorgen kann. Ich finde das auch irgendwie cooler, wenn das etwas Aktuelleres ist, als das, was im Moment verkauft wird. Finde es nämlich auch irgendwie den Gedanken eklig, dass die Dinger schon abgehobelt worden sind von einer Fluggesellschaft. So wie mein Trolley, den man hier neben mir jetzt nicht sieht, weil das Bild gekroppt ist. Ich muss mal gucken, kann ich den mal rüberschieben? Ja, ihr Trolley ist ja auch ein Original Turkish Airlines. Das Flugzeug obendrauf ist ja kein Turkish Airlines, ist ja Lufthansa. Oh Gott, da machen wir Verrenkung, wir kriegen auch noch die 40 Minuten von dir. Ja, ansonsten, was wollte ich noch sagen? Ja, danke, dass ihr dabei wart. Danke, Alexander, für dein Lob. Wer uns nicht loben möchte, ist einfach ein Like da. Wir verstehen das auch, wenn ihr uns liked und nicht mögt. Genau. Wir haben da keine Intoleranz. Nein, überhaupt gar nicht. Sehr gut, dass wir darüber gesprochen haben. Dann freue ich mich, bedanke mich und soll ich noch was sagen? Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, ne? Genau, aber ich muss das jetzt wieder ablesen. Lass mich mal erstmal wieder nach oben scrollen, weil sonst, wir haben immer mit dem Titel Probleme, weil das war ja früher das Weekend-Update, aber an einem Donnerstag. Aber wir haben die Bude jetzt genannt Frequent Traveler TV Update Live, 27.05.2021. Wir werden sehen, wann wir die nächste Ausgabe machen. Ich schätze am Mario? An einem schönen Tag in der nächsten Woche, denke ich mal. Oder wahrscheinlich vielleicht am Wochenende. Vielleicht am Samstag, vielleicht am Sonntag, aber der Tag endet meistens mit einem Tag oder auf Woche. Genau, dann machen wir es am Wochtag sozusagen. Sonntag wäre doch eine gute Idee, schauen wir mal. Vielleicht Sonntag. Aber etwas später. Ja. Sonntag ist gut. Vielleicht. Ja. Am Freitag haben wir übrigens unseren letzten Clubhouse. Wer beim letzten Clubhouse dabei sein möchte, das Finale unten einfach gucken. Schucken. Was wollte ich eigentlich sagen? Schucken? Was könnte Schucken sein? Ich weiß nicht. Schucken, schubsen? Ich weiß es nicht. aber vielleicht nur mal der Hinweis, dass alle, die keine iPhone oder kann Apple-Produkte besitzen, jetzt auch dabei sein können. Hat vielleicht der ein oder andere Android-User noch nicht mitbekommen. Also wer bei der letzten Folge dabei sein möchte, es geht jetzt mit allen Betriebssystemen. Insofern herzlich willkommen. Morgen Abend, 20.15 Uhr. Morgen Abend, 20.15 Uhr, noch am Freitag. Und wir freuen uns auf euch. Und jetzt aber wirklich Ende, over and out. Danke, dass ihr dabei wart. Der Kollege... Ach, jetzt bist du auf der anderen Seite. Der Kollege Mario aus OWL und ich aus dem wunderbaren Studio hier. Und Freitag oder Sonntag. Also bis dann, danke, bis bald und ciao. Tschüss.